Hallo Leute, es gab leider ein unvorhergesehenes Problem. Und zwar hat's mir diesen einen Part, der jetzt käme, gecrushed. Und, also, ein Teil davon zumindest. Und deshalb muss ich den jetzt nochmal nachholen. Ich habe das ganze Level aber schon gemacht, so ungefähr so weit, wie ich damals war. Und das Ding ist ein bisschen laut, aber, naja, was soll's. Und euer Zauberspruch, böser Blick, wurde verbessert. Moment, ich schneide hier nochmal, ist echt zu laut. Moment. So, willkommen zurück. Ich habe jetzt leider nicht ganz so viel Zeit und deshalb mache ich das jetzt ganz schnell. Ich habe jetzt hier jedes einzelne Feld erobert und hier sind die drei Prinzen und die muss ich jetzt hier erledigen. Moment, ich mache jetzt hier kurz alle auf Level 10. Eure Geschöpfe haben neue Erfahrungen gemacht. Oh, hat nicht so ganz geklappt, eure die sind jetzt Level 9. Geschöpfe haben neue Erfahrungen gemacht. Moment, nochmal. Ja, man kann da ein bisschen tricksen, wie ihr schon wisst. Wenn man das ganz schnell drückt, oder wie eure ihr vielleicht Geschöpfe schon bemerkt habt, neue Erfahrungen wenn man das schnell genug drückt, dann sind die alle, kriegen die alle insgesamt 9 Level-Ups bei nur 5 versteckten Gegenständen. Böser Blick wurde verbessert. So, und jetzt geht das hier schneller und wir wollen Inferno auf Maximum haben, damit das euer so klappt wie letztes Mal. Zusammenrufen wurde verbessert. Wobei meine Geschöpfe ja jetzt alle Level 10 sind und deshalb sollte das kein Problem sein. Naja, ich werde jetzt auf jeden Fall hier diesen einen Prinz Balder einsperren, dass der nachher nicht fliehen kann. Sobald er wieder da drüben ist, werde ich das ja auch zumachen, denn hier ist ja kein Heldentor, dann kann ich das ja einfach so machen. Ja, also diesen Part hat's gecrushed und jetzt habe ich mir gedacht, ich mache den jetzt nochmal. Hier, deine zwei Freunde sind einfach da drüben gefangen und du bist jetzt hier. Geil. Ja, und das ist jetzt natürlich nicht genauso wie damals, aber ungefähr so gut wie möglich. Ich werde es, achso, ich muss noch kurz warten, bis die hier fertig sind. Euer Zauberspruch beten wurde verbessert. Ihr scheiß Penner, sollt euch hier mal drum... Du sollst nicht beten, Alter. Jetzt, Moment, das soll jetzt hier ein bisschen schneller gehen. Ich werfe euch jetzt einfach da rein. So, also das ist jetzt nicht genauso, wie es letztes Mal war, aber ich versuche es so gut wie möglich gleich zu machen. Der letzte Part, der gequatscht, das ging, glaube ich, so 15 Minuten und der hier wird jetzt nur, keine Ahnung, 5 Minuten oder so gehen. Also wie gesagt, habe ich das ganze Level jetzt nochmal gemacht, obwohl ich eigentlich schon komplett durch war. Euer Zauberspruch Gehirnwäsche wurde verbessert. Und die Parts nur hochladen musste jetzt schon die anderen, also... Und das wollte ich auch machen, aber der eine Part ist ja gecrushed und deshalb hole ich den jetzt nach. Und ja, ja. Ich könnte euch natürlich auch einfach... Euer Zauberspruch Gold erschaffen wurde verbessert. Ich könnte natürlich auch einfach sagen, tut mir leid, der Part ist gecrushed, ich kann ihn euch leider nicht zeigen. Aber nee, ich werde ihn jetzt einfach nochmal machen. So gut wie möglich zumindest, also es wird nicht genau dasselbe sein, aber ich muss jetzt auf jeden Fall aufpassen, wo die zwei Prinzen sind. Euer Zauberspruch Inferno wurde verbessert. Weil der Prinz hier ist ja gar kein Problem mehr, der ist ja hier allein mit seinen Feen. Nichts mehr zu erforschen. Die machen wir dann am Schluss. So, und ich denke mal, jetzt sollte es möglich sein. Moment, speichern. Spiel gespeichert. Wie viel kostet Inferno? 50.000, okay. Ich brauche meine Geschöpfe. Ganz zum Schluss am besten die 10 Skelette, die helfen dann Horny bei einem von den beiden und die anderen machen zusammen einen anderen platt. Momentchen. Wo ist der andere? Okay, das ist gerade ein ganz gutes Timing. Halt, wartet. So, und zwar jetzt. Ein Teufler wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Oh, wir werden von den Rechten der Bösen angegriffen. Lauf, meine Brüder! Ihr entkommt mir nicht. Oh, das war's schon. Seht ihr, so einfach ist das. Die Prinzen nicht. Wir müssen sie auf unsere Seite ziehen. So, ja, ein Imbiss hierher geportet, der andere soll es hier importen und den anderen Prinzen retten. Ja gut, kein Problem. Und der letzte hier, der wird noch kurz gemeuchelt. Guck mal, Inferno. Ja, so sehr lohnt sich Inferno auch nicht. Horny können wir rauswerfen. Sag mal, wie schwach ist eigentlich die, sind eigentlich die Trolle? Der ist mir hier einfach abgekratzt, der eine. Und die anderen haben, glaube ich, kaum Schaden genommen. Aber die Trolle hier haben irgendwie echt keine, haben echt irgendwie wenig Chancen. Der eine ist mir einfach hier abgekratzt. Eure da liegt er. Geschöpfe kommen nicht zum Schlafsaal. So, jetzt machen wir noch hier kurz. Eure Geschöpfe kommen nicht zur Schatzkammer. So, jetzt rettet einer kurz den Prinzen hier. Hoffe ich. Hallo, Prinz? Soll es gerettet werden? So, der bringt den Prinz schnell weg und dann sind die alle im Kerker, da sollen die aber nicht rein. Ich werf die jetzt gleich mal in die Folterkammer. Scheiße, dich doch nicht. Und da ich schon 10 Skelette habe, kann ich die anderen einfach umbringen. So, Folterkammer heilen, dass sie lang gefoltert werden. Und euch schlage ich schnell tot, damit ihr in den Friedhof kommt, dann gebt ihr mir vielleicht wieder einen Vampir. Und alles andere ist aufgeräumt, ich will es hoffen, aber darum kümmern sich meine Imps. Ich habe jetzt hier wieder Platz gemacht, jetzt können die hier einfach in der Gegend rumbrausen, wie sie wollen. Ja, perfekt. Okay, das wär's jetzt eigentlich. Wo ist der andere Prinz, der letzte? Ah, da sollte er jetzt mal kommen, bevor er hier noch stirbt.
Wo ist der Prinz? Oh oh. Prinz. Scheiße, wo ist der Kerl? Es ist Zahltag. Ach, Gott sei Dank. Er ist hier. Halt, komm her. Du doch nicht. Gefangennahme aus. So, der letzte Prinz ist jetzt auch hier. Ein. Den brutzeln wir. So, und jetzt muss man eigentlich nur warten. Euch gleich auch noch hier, dann kommt ihr auch noch mal in den Friedhof. So. Ich habe es jetzt so gut wie möglich halt neu gemacht, aber es ist natürlich nicht genau dasselbe. Aber es ist, denke ich, ganz okay, es ist ertragbar. Dafür, dass es eigentlich gequatscht ist und es eigentlich gar nicht sehen konntet. Der Friedhof ist vollgestopft mit Leichen. Vergrößert ihn. Das geht gerade leider nicht. So, ja. Das Einzige, was ich jetzt hier noch die nächsten paar Minuten gemacht habe, vermutlich, halt die Fresse. Das Einzige, was ich da noch gemacht habe, ist gewartet, bis die bekehrt wurden. Und dann bin ich einfach in Symbiose ein bisschen mit den Viechern rumgerannt. Aber das seht ihr ja im nächsten Part. Halt die Klappe jetzt! Nervt mich nicht. So. Ein Vampir ist auf eurem Friedhof aus dem Grab gestiegen. Schnauze. So, jetzt. Okay. Dann machen wir auch noch hier wieder auf. So. Ja, gut, okay. Den Rest seht ihr dann im nächsten Part, wo ich jetzt hier, glaube ich, gleich am Anfang in Symbiose mit irgendwelchen Viechern rumrenne und ja. Ich denke, das wär's dann. Okay, also, wir sehen uns im nächsten Part, der jetzt dann wieder alt ist und der hier ist jetzt gerade eben erst gemacht worden, neu nachgemacht und der andere Part ist eben wieder alt. Naja, egal, die werden hier gerade bekehrt, das dauert noch eine Weile, das zeige ich jetzt nicht, denn den Schluss davon seht ihr im nächsten Part, der Rest ist ja egal. Gut, damit habe ich meinen Auftrag erfüllt und euch diesen Part jetzt hier regeneriert, was auch immer, rekonstruiert, wie auch immer. Und wir sehen uns dann irgendwann anders. Also, macht's gut, haut rein, ciao. Hallo, wisst ihr, was gerade passiert ist? Felsgestalt. Ups, selbst. Die Aufnahme war voll. Vorfreude auf euren nächsten faszinierenden Zug. Kann ich hier auch was machen? Ja, die Aufnahme war voll, der Speicherplatz war voll und deshalb war keine Aufnahme mehr. Was, muss ja immer noch jemand trainieren? Na, Salamander ist wohl erst Level 1 oder so. Alter, ist ja voll klein. Bin ich so groß als eiserne Jungfrau? Ja, okay. Ja, wo ist denn der Vampir? Ich will mich in den verwandeln. Eure Portale haben so viele Geschöpfe. Aber Skelett ist auch cool. Wo ist denn jetzt eigentlich? So ist gerade. Wie geht's denen eigentlich? Sind die schon tot? Nein. Also voll dreist, dass die Aufnahme sich noch hier, dass der Speicherplatz hier noch voll ist. Nur mal ein Vampir. Der bildet in die falsche Richtung. Nee, tut er nicht. Oh, Vampir. Dass die Aufnahme hier, Mann. Die Dings, der Speicherplatz, dass der noch voll ist, obwohl. Alter, was geht ab? Dass der Speicherplatz noch voll ist, obwohl ich, nett. Obwohl ich mit dem Level fast fertig bin, jetzt habe ich's. So, ich nehme dich mal. Halt, ich will das Skelett. Boah, mit so einem Skelett rumlaufen, das kann nichts anderes als draufhauen. Erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer bekehrt. Oh, geil, der erste ist schon unserer. Ich ergebe mich, Keeper. Nee, zwei sind schon unsere. Tristan, werde euer Diener sein. Prinz Tristran. Ihr habt erfolgreich ein gegnerisches und Prinz Felix. Fehlt nur noch Prinz Baldor. Oh, gleich haben wir das Level geschafft. Geil. Ich halte eure Folter nicht mehr aus. Ich, Felix, werde an eurer Seite gegen meinen Vater kämpfen. Na komm, folter ihn weiter. So, du bist der letzte Prinz Baldor. Sei froh, dass du so lange überleben durftest. Wird Zeit, dass du jetzt auch mal unserem Team beitrittst. Lustig, dass sie immer noch das Symbol da über mir im Kopf haben. Ja, fresst euch zu, fresst euch voll, dieser Teufler soll euch nichts klauen. Die spießen das erst auf. Dann, ja, okay, nom. Cool. Jetzt dürfen die sogar was essen, die dürfen ja gar nichts essen, wenn sie auf der guten Seite sind. Da gibt's ja nichts zu essen. Und hier bei mir kriegen sie was zu essen, da können sie sich aber freuen. Können sie mir ja umso dankbarer sein. So, damit haben wir das Level eigentlich schon geschafft. Es ist gleich zu Ende. Wie gesagt, sehr dreist, dass dass der Sperrplatz jetzt noch voll wurde. Besäuft sich im Casino. Ja, das können sie da auch nicht, wenn sie auf der guten Seite rumlaufen. Die haben aber auch jetzt gar nichts zu tun, sind alle Level 6, müssen nicht trainieren und nix. Sind leider keine Level 10, aber egal. Wisst ihr, wenn ich die Geschöpfe, die ich jetzt hier habe, nochmal mitnehmen könnte ins letzte Level, dann wäre das letzte Level überhaupt kein Problem. Das wäre aber immer so, wenn man die Geschöpfe immer mitnehmen könnte ins nächste Level, dann wäre man so mächtig. Ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer bekehrt.
Ach, deshalb war das so eine... Endlich habt ihr die drei rückgratlosen Söhne des Königs mit eurer teuflischen Macht gegen ihren Vater gewendet. Nun werden sie euch zu dem Juwel führen. Euer Erfolg ist meine Freude, Keeper. Weiter so. Danke. Ja, deshalb war da diese undurchdringbare Mauer, wo ich nicht rein konnte. Und wo ich schon rein konnte, aber wo ich nichts erobern konnte. Da ist nämlich der Portaljuwel versteckt. Und plötzlich sind die Mauern weg. Warum auch immer. Aber egal. Hauptsache, der Portaljuwel gehört mir. Oder im Moment gehört er eher Horny, aber egal. Ich kämpfe ja für Horny oder Horny für mich oder irgendwie so. Ja, das ist der vorletzte oder letzte Portaljuwel. Es fehlt nur noch ein Level. Ich glaube, in dem sammeln wir gar kein Portaljuwel. In dem ist es etwas anders. Aber das werdet ihr gleich... Obwohl, nein, das mache ich erst beim nächsten Mal. Der Speicher ist ja eh fast voll. Mache ich also erst morgen oder so. So, hier, Escape zum Fortfahren. Ja, hier, sammelt ihr nochmal auf. Ihm reicht's nicht, ihn einmal aufzusammeln. Er will sich doppelt freuen. Und hier sind meine Prinzen. Prinz Balder gehört jetzt auch in unserem Team. Tristran, Felix und Balder. Balder sieht eher aus wie der Älteste von denen, hat aber am wenigsten Erfahrung. Sehr seltsam. Der hier sieht aus wie der Jüngste. Da der noch eine so einen Helm trägt und so. Naja, wir sehen uns gleich im Abschlussbericht. Bis gleich. Ein höchst zufriedenstellendes Ergebnis. Diese ganzen hochwohlgeborenen Prinzen, um ihr erbärmliches Leben flehen zu hören, war ein reines Vergnügen. Ein ganz außerordentliches Vergnügen sogar. Nun bleibt nur noch ein einziger Portaljuwel übrig. Ja, doch noch einen. Den verwahrt König Reginald selber. Eure schwerste Prüfung liegt noch vor euch. Doch ich weiß, dass ihr würdig seid. Interessant, wir haben 9 Spezialobjekte gefunden, aber ich kann mich nur an 6 erinnern. Und zwar einmal die Karte aufdecken und 5-mal Level up. An mehr kann ich mich nicht erinnern, sehr seltsam. Naja, okay, wir stehen jetzt wieder hier. War nicht so gut wie der Alex Dotswell. Und wir sind vorm letzten Level. Vorm letzten Level, das wir aber jetzt nicht machen werden. Das tut mir wirklich leid, ich werde euch jetzt auch nicht zeigen, worum es hier geht, aber das seht ihr dann sowieso gleich im nächsten Part und der nächste Part wird nicht durch Gothic oder Unreal Tournament unterbrochen, sondern der nächste Part wird auch wieder Dungeon Keeper sein. Also das nächste, was ich aufnehme, ist dieses Level und ja, wir sehen uns dann demnächst wieder und zwar in diesem Level. Ich zeige euch noch nicht mal, worum es geht. Haha, ich bin so fies, tut mir leid. Also, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao.